Der spirituelle Name Heramba. Heramba ist ein Beiname von Ganesha. Heramba ist die fünfköpfige und zehnarmige tantrische Form von Ganesha. Besonders in Nepal findet man viele Darstellungen von Ganesha. Heramba soll bedeuten, dass du viele verschiedene Aspekte hast. Fünfköpfig heißt ja, in alle Himmelsrichtungen zu schauen und nach oben. Zehn Arme bedeutet, dass du viele verschiedene Kräfte hast. In alle Himmelsrichtungen zu schauen heißt, dass du die Komplexheit des Lebens bewältigen kannst. Und der Kopf nach oben heißt, und dass du alles spirituell ausdrücken willst, dass du alles spirituell sehen willst, dass du dich öffnest für Inspiration von oben. Wenn du den spirituellen Namen Heramba hast, soll das auch heißen, du willst werden wie Ganesha. Ganesha heißt ja der Herr aller guten Kräfte, ausgedrückt durch jetzt die fünf Köpfe, ausgedrückt durch die zehn Arme. Das soll heißen, gehe die Dinge immer gut an. Ganesha ist ja auch der Gott des Anfangs. Mache es mit Vertrauen und Freundlichkeit, durchaus auch mit einer gewissen Gemütlichkeit. Ganesha ist ja auch Gemütlichkeit und Freundlichkeit. Mache das mit großem Vertrauen und dann werden alle guten Kräfte in dir sein. Du hast alle guten Kräfte, ausgedrückt durch die Symbolik der zehn Arme. Und du hast die Fähigkeiten, alles zu berücksichtigen, dafür die fünf Köpfe. Und du kannst dir sicher sein, alle guten Kräfte werden dir helfen. Daher Heramba, da ist eine Kraft dahinter. Eigentlich kann man sagen Heramba. He ist lang, Amba kurz. Heramba. Also du kannst, das ist, klingt auch irgendwie machtvoll. Heramba, das ist etwas, du gehst Dinge an, du hast alle Kräfte, du hast alle Stärke, du hast alle Fertigkeit. Richte einen deiner Blicke nach oben und dann in alle Richtungen. Gehe die Dinge gut an und vertraue, Gott wird mit dir sein, durch dich wirken und in dir wirken. Heramba, spiritueller Name von Ganesha.